Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start? Ich habe ja angekündigt, dass ich das Obdachlos in Deutschland Video mache, wenn 100 Abonnenten erreicht sind, und das mache ich jetzt auch. Aber bevor ich mit der Geschichte anfange, will ich nochmal klarstellen, dass diese Erfahrung eine der schlimmsten und wirklich sehr psychotische Erfahrung ist, auf jeden Fall. Und dass ich, sagen wir jetzt, 3 Jahre gebraucht habe, dass ich so weit bin, dass ich das so gut wie möglich erzählen kann. Und das werde ich auch. Ich versuche es zumindest. Also verurteilt es mich nicht für das, was ich gemacht habe. Ich mache es auch nicht. Ich vergib mir. Ist ja eigentlich nicht meine Schuld. Aber wurscht. Lassen wir es jetzt. Lassen wir es einfach mal so stehen. Okay. Die Vorgeschichte. Fangen wir mal so an. Ich habe noch nie wirklich eine Freundin gehabt und diese YouTuberin spezielle, ich brauche kurz Pause. Okay, also diese YouTuberin, die habe ich ja in meinem Kopf gehört. Die, was die Storytime-Videos schon gesehen haben, wissen das. Ich habe schon mal drüber geredet. Das ist die sogenannte Kelly Mrs. Vlog. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Auf jeden Fall habe ich die halt nach, das war vor meinem zweiten Mal Mauer, glaube ich. War ich erst einmal, da war ich noch nicht mit Paranoid Schizophren diagnostiziert. Auf jeden Fall habe ich es nach diesem, da können wir gleich anschließen. Vielleicht wisst ihr noch das Video, wo ich den Arbeitsauto meiner Mutter gecrashed habe. Auf jeden Fall schwierig, schwieriges Video. Schwierig. Auf jeden Fall. Ich muss kurz in mich gehen, ich schneide das dann zusammen. Auf jeden Fall. Ich habe euch hier von der Runde schon erzählt, die ich gegangen bin, diese unmögliche, wo ich dann den Stab mit einmal brechen in 3 Teile zerbrochen habe. Und da auf dem Weg zu meinem Hause, wo, da habe ich ja nicht gewusst, wo ich hingehe, aber ich bin dann am Schluss trotzdem irgendwie nach Hause gekommen. Auf jeden Fall habe ich da die ganze Zeit mit ihr reden können schon. Sie war in meinem Kopf, das war ganz wirr, wirklich. Wenn man so erzählt, das würde ich, glaube ich, nicht einmal verstehen. Ich verstehe es selbst nicht ganz, das ist einfach. Ich habe es auf jeden Fall in meinem Kopf gehört. Und jo, das haben wir halt immer geredet. Ich war richtig süchtig nach dieser Person. Aber was in meinem Kopf, ich meine, ich habe schon vorher viele Videos von ihr gesehen. Ich habe es mir auch zu der Zeit angeschaut. Aber in meinem Kopf, die ganzen Sachen, die wir geredet haben, das war einfach zu heavy, könnte man sagen. Das hat mich jetzt ziemlich lang begleitet, bis ich endlich so gut wie möglich mit ihr abgeschlossen habe. Auf jeden Fall wollte ich dann nach Deutschland fahren, zu ihr, nach Berlin hätte ich gedacht, in meinem Kopf hat es gesagt Berlin, also wollte ich nach Berlin fahren und scheiße, das macht mich richtig traurig, das Gespräch, wenn ich jetzt wieder so in die Vergangenheit gehe. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich fahre ins Lehrlingsheim, ne? Wollte dann noch einen Zug Richtung Deutschland erwischen am Abend, da war es noch Nacht. Und ja, da war es Nacht und ich habe den Zug nicht erwischt. Ich hätte ins meiner Unterkunft bei der Arbeit gehen können, aber ich habe mich entschieden, nein, ich will nach Deutschland. Zu der habe natürlich mit ihr geredet weiter in meinem Kopf und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das habe ich noch nicht erzählt, das waren solche starken Liebesgefühle, sowas habe ich noch nie gespürt. Ich war einfach, Freudentränen teilweise gehabt. Ich sag's euch, das Thema. Ich hab's mich nicht angreifen traut und ich könnte wirklich heulen. Es ist verdammt schwer für mich, das wieder rauszuholen. Aber das Gute ist so verarbeitet, man muss darüber reden. Auf jeden Fall habe ich dann am Bahnhof meine Nacht verbracht, weil ich in der Früh dann gleich fahren wollte. Also ich war am Bahnhof. Und jo, keiner war da. Ich habe zwar ein paar Sachen mitgehabt und so, aber ja, scheiße. Auf jeden Fall habe ich die Nacht am Bahnhof verbracht. Okay, jetzt Rudy Talk. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag
nach Deutschland gefahren. Natürlich habe ich keine Karte gehabt, also haben sie mich ca. 8 Stunden vor Berlin oder keine Ahnung wie lange da gefahren ist, haben sie mich kurz nach der österreichischen Grenze rausgelassen zurück. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern, auf jeden Fall war ich dann irgendwie in Deutschland. Super nette Leute, aber mir ist schon, ich kann es nicht wirklich erzählen. Es ist einfach, es ist sicher. Auf jeden Fall machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Bin ich dann weitergefahren mit dem Zug, wollte schwarz fahren. Das ist nicht so gut gegangen, hat mich die Richtung Berlin, hat mich die Karte überprüft und in Deutschland sind die ein bisschen ärger, die haben mir gleich Polizei angerufen, mich bei der nächsten Station aussteigen lassen, bin ich halt da mitgefahren, habe irgendwas gesagt, irgendwas geblablabt. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich erzähle das gerade falsch, auf jeden Fall. Leute. Okay, machen wir es noch kürzer. Ich habe meine Sachen am Bahnhof liegen lassen, weil die Stimme gesagt haben, ich soll aufs Klo gehen und sie teleportieren mich dann zu ihr. Bam, nichts passiert. Polizei war bei meinen Sachen. Ich habe mich nicht hingetraut, weil ich komplett psychotisch war und alles. Und habe es natürlich nicht gewusst und dachte, ich brauche es nicht. Bin ich halt nicht hingegangen. Und im Endeffekt war ich 3 Tage in der Gosse. Ich habe da so einen netten Platz gehabt, wo wirklich Penner liegen könnten, so eine richtig grindige Straße-Ecke da irgendwo in Baden-Württemberg, what the fuck, es fuckt mich an, darüber zu reden, das ist einfach, dann, ich tue nur kurz Ausschnitte, das ist, ja, auf jeden Fall, die Polizei hat meine Sachen mitgenommen. Ich war mehrere Tage auf der Straße, bin immer zur Bahnhofskonvention gegangen. Da habe ich was zum Essen und zum Trinken gekriegt. Ich habe ziemlich oft geweint, weil diese Person nicht gekommen ist, weil sie gesagt hat, sie holt mich ab. Und das ist nie passiert. Und dann ist noch viel Scheiße passiert. Viel Scheiße. Dann habe ich mit den Stimmen geredet. Dann am Ende bin ich schon komplett übermüdet, weil ich nicht schlafen konnte. Es war kalt, es hat geregnet. Bin ich im Regen gestanden und habe einfach gehofft, dass es bald vorbei ist. Und natürlich war es nicht vorbei. Auf jeden Fall richtig viel Scheiße passiert. Ich werde das Thema länger nicht mehr angreifen. Ich kann mich eh nicht mehr so gut. Ich versuche das wirklich genauso gut wie möglich darzustellen. Aber es ist halt immer noch schmerzhaft. Auf jeden Fall war ich alleine in Deutschland, obdachlos. Keine Zigaretten, nein, sind ein kleiner Topper, aber ich auch nicht gehabt mit der Sucht. Auf jeden Fall, nach mir ist international verhandelt worden, also Vermisstmeldung. Und dann irgendwann einmal, am dritten Tag war das glaube ich, bin ich am Bahnhof gesessen, habe tagelang nicht geschlafen gescheit, weil in der Gosse halt Standard. Auf jeden Fall bin ich dann am Bahnhof gewesen, bin schon ständig eingeschlafen. Weil ich so müde war, voll gerotzt und voll geheult, einfach wie der ärgste Penner. Okay, nichts böse gemeint, aber so ein Leben ist nicht schön. Und ich hab das 3 Tage, manche müssen das noch länger machen, also haben keine andere Wahl, ich weiß nicht. Kenne ich da nicht so gut aus. Ich will das jetzt auf jeden Fall nicht zum Thema machen. Und ja, die Polizei hat mich dann erwischt, ich war immer noch Hochgefühle, die Person, diese YouTuberin, hat immer gesagt, ja, da kommt jetzt viel mit Teleportation und Telekinese, also, weißt du, ja, weiß gar nicht, wie das heißt, weißt du, mit den Gedanken, oder irgendwas mit Tele. Auf jeden Fall, scheiße, dann hat mich zum Glück die Polizei erwischt. Und die haben mir dann Blut abgenommen, ist auch kein Blut gekommen, die haben 3-mal reinstechen müssen für Blut kommen, komplett im Arsch. Und dann war ich ein paar Stunden im Gefängnis und dann sind zum Glück meine Eltern schon gekommen und haben mich rausgeholt. Und dann wollten wir gleich ins nächste Krankenhaus fahren, die in Deutschland haben mich nicht genommen, weil ich habe dann nochmal geschwimmen, weil ich die Medikamente angenommen habe. Aber ja, die Medikamente habe ich auch von 100 auf 0 abgesetzt natürlich, das hat natürlich auch die ganze Sache ein bisschen bestärkt, noch mehr Wahnvorstellungen und alles, Halluzinationen, scheiße.
Auf jeden Fall bin ich dann ganz am Schluss in die Psychiatrie, in meine Stammpsychiatrie nenne ich das einmal. Auf jeden Fall, jo. Da war ich dann, da habe ich dann noch zum in Oberarzt angeschrieben, dass ich nicht verrückt bin. Und er hat gesagt, Herr so und so, Sie sind nicht verrückt, Sie sind krank. Und diese Geschichte ist gut ausgegangen. Ich bin jetzt Gott sei Dank schon fast 1,5 Jahre drogenfrei. Mir geht es immer besser, ich kann das hinter mir lassen, aber das Schlimme ist, es ist immer noch, es ist noch da und es ist eine schmerzhafte Erfahrung. Und ich habe nicht einmal alles erzählt, was da passiert ist, und das habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor, weil man irgendwie ein bisschen am Arsch geht, mich traurig macht. Ich meine, aufarbeiten ist gut, aber ich will das Thema jetzt komplett hinter mir lassen, ich habe es euch einmal erzählt. Und das war's mit dem Deutschland-Thema. Ich brauche nicht mehr darüber reden. Ich bin fertig damit. Ich lasse es gehen. Und das passt. Meine Familie und Angehörigen haben es natürlich auch schwer gehabt, weil ich auf einmal verschwunden bin in der Psychose. Alles scheiße. Auf jeden Fall, im Auer bin ich dann in der Therapie. In der Psychiatrie bin ich dann wieder eingestellt worden auf Medikamente. Alles gut, alles gut. Und ja, jetzt geht es mir immer besser und das war auch jetzt gerade ein wichtiger Schritt zum Aufarbeiten, weil jetzt, wo ich drüber geredet habe, habe ich gemerkt, dass es mich immer noch belastet, ein bisschen freier wird man schon dadurch, wenn man redet drüber. Auf jeden Fall, das war das letzte Video über Deutschland, über diese Erfahrung. Ich will nicht mehr drüber reden. Nada! Okay, liebe Freunde. Jo. Ja, gut, ich hab's gesagt, ich hab drüber geredet. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, bitte nicht zu Deutschland. Ich bin übrigens nicht abgeneigt, dass ich nach Deutschland auf Urlaub fahre, ich will es mir auf jeden Fall mal anschauen, aber nicht mehr psychotisch. Und jo, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Vielleicht habt ihr es bis zum Schluss geschafft, dass ihr es anschaut. Na, keine Ahnung. Wird schon passen. Ne? Auf jeden Fall, mir geht es immer besser. Ich bin drogenfrei, bin richtig eingestellt und alles wird gut. So, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ich bin jetzt raus bis Freitag und peace out. Ciao.